Tag. Auf jeden Fall. Was ich jetzt noch machen wollte. Huch, das war nicht so. Das Schwert ablegen. Und dass ich vielleicht das. Gebe das hier. Warte, ich guck mir aber ein Video an. Bis gleich. Okay, ich habe es herausgefunden. Warte. Oh, genau. So, und auswählen. Warum ging das jetzt nicht? Nee. Ach, das gibt's doch nicht. Es geht nicht, scheiße, ich drücke immer den falschen Knopf. Schon wieder. Ah, okay, ich glaube, ich habe es jetzt herausgefunden. Doch nicht. Gehen wir zum Wald. Hier entlang, euer Gnaden. Ja. Hier lang. Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Zur Hölle bist du hin? Bär, Bär, lauf doch, du beknacktes Huhn. Was jetzt? Ah, Hilfe. Okay, perfekt. So, jetzt. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm. Da ist hier der Weide da schon. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. So. Prinzessin, lauf den Weidler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. So, perfekt. Prinzessin. Mein Zieglein. Liebes, süßes Zieglein. Nice. Hilfst du mir jetzt, so? Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm.
Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Gut, bin gleich zurück. Okay. Ja. Eine Riesenratte. Reicht das? Okay. Und das Kind lebt, weil es tot ist. Du erwähntest ein Kind. Wessen Kind? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat der Baron damit was zu tun? Hat der Baron etwas mit der Geburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Das Kind, was ist mit ihm geschehen? Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf. Fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich muss wissen, wo der Fehlgeborene ist. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Okay. Ach, jetzt die Ziege wieder da drinne. Toll. Okay. Dann, oh, guck mal. Kron, Farbstoff und dumpfes Seil. Nice. Können wir mal gucken, was die hier alles mit haben. Oh, guck, da hat er auch was. Klonen, Nippel. Und okay, gut. Plötze, komm her. So. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Meter. Da war noch eine Quest. Ein Blitzeinschlag? Ja, moin.
schon Plätze. Alle her! Die Bogen sind die Kinder! Langsam. Fleet! Fleet! Schnell! Sofort! Ja, moin. Okay. Okay. Oswin? Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Ich versuch's. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Ach, das ist der Baron. Nee, dann gehen wir doch an den. So, kommen wir dem hier ran. Abgeschlossen, na toll. Rührt sich nicht. Wohl von innen verriegelt. Ich brauche einen anderen Eingang. Mach das Tor auf! Hm. Scheiße, das Feuer greift um sich. Hier vielleicht hoch, genau. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Seh nicht mal was. Hallo, hier! Ich kacke dich aus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Darüber. Ich sehe keinen. Bin so dead. Ach, wollt ihr mich verarschen? Letzten Spielstand laden. Viel zu anstrengend. Mal kurz was trinken. Ist jetzt eh noch Zeit. Ja. Okay. Da muss ich jetzt mal gucken, wo der ist, ne?
Schneller. Leute, Leute! Au! Heya! Okay. So. Langsam. Oswin! Wo ist Os? Hat ihn jemand gesehen? Was? Das ist nicht so ein Druck. Okay. Ich versuch's. Nochmal. Schnell jetzt! Beeilung! Jetzt wissen wir ja zumindest, wo es hingeht. Gibt's eine Leiter? Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Man sieht ja echt. Ich kacke nicht aus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Oh, und jetzt, wo jetzt hier? Ach, wahrscheinlich da? Oder? Okay, das ist jetzt der letzte Versuch. Ich habe jetzt nur noch eine Idee. Aber naja. Echt krass. Ah, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Puh. Okay. Weiter so, Fletcher. Heya! Los, lauf! Ja. Nicht so schnell, Fletcher. Blablabla. Ich versuch's. Mal sehen, was ich tue. Schnell jetzt! Beeilung! Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Ja. Hallo, hier! Ich kacke nicht auf! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Da oben?
Ja, da ist noch kein Dach eingestürzt. Janie. Check ich nicht. Ich guck mir einfach nochmal Video an. Bis gleich. Oder warte, ich brauche noch die Quest. Das wäre wichtig. Naja. Okay. Muss ich halt noch kurz warten. Hat er gesagt. Okay. Warte. Ich muss dort noch hin. Komm schon, Plätze. So. Das ist jetzt der letzte Versuch, also ich gucke jetzt. Wie Quest heißt und dann muss ich gucken. Oswin! Wo ist Oswin? Was? Es brennt. Seid ihr blind? Und das ist nicht so einfach. Viele. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Ich versuche. Mal sehen, was ich tue. Schnell jetzt! Beilung. So, da brauche ich. Rette den Stallbursch. Okay. So. Heißt die Quest. Okay. Oder warte, wir geben einfach ein Witcher 3 Dorf brennt. Ja. Achso, wartet. Bis gleich. Okay. Ich weiß jetzt. Nein. Wir sind hoch. Wir müssen die Tore des Dings aufmachen. Ich muss mich beeilen. Hallo, hier! Ich kacke nicht aus! Das Dach ist eingestürzt! Das. Ich komm dich holen. Das. Und dann. Ups. Gehen wir dorthin. Dort können wir dann öffnen. Dann haben wir es geschafft. Genau. Ja. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Die Pferde. Also, ich will dir die Abreibung verzeihen, die du den Deppen an der Kreuzung verpasst hast. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast. Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Jetzt müssen wir gegen kämpfen, oder was? Sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! So, tot.
Wir müssen reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Du wusstest, dass sie geflohen sind. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Wie sind sie geflohen? Was ist passiert? Sie sind schnell gelaufen. Du hast sie vertrieben. Egal, ich weiß, wie ich sie finden kann. Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr. Nur die Flasche. Was geschah dann? Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Was hast du mit dem Kind gemacht? Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Reiß dich zusammen. Männer wie du sind einfach erbärmlich, wenn sie zusammenbrechen. Du bist ein herzloser Bastard. Dann wirken die Mutationen, ja. Es hat auch sein Gutes. Ein totes Kind kann uns helfen, dein Lebendes zu finden. Und deine Frau. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Lass mich erklären. Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf 2 Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelmord. Das ist eine Art Kobold. Ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann.
die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Wo hast du den Phytrus begraben? Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ich bin bereit. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie. Wenn auch nicht dafür. Okay. Noch etwas weiter. Mir nach. Quest aktualisiert. Okay, wir folgen den jetzt noch und dann würde ich, wenn er dort ist, auch das Video schon beenden. Gegeben? Nein. Warum und ein Fehler. Oh ja. Namen sind mächtige Siegel. Ja. Hier, okay. Ist ja schon gleich dort. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Zurück. Da angreifen. Das war ein Fehler. Was war das jetzt? Ja. Und schon wieder drauf gekommen. Scheiße. Okay, den müssen wir jetzt noch besiegen. Ja. Gott. Muss noch mal was trinken. Das wird jetzt eine schwierige Aufgabe. Ah, Hilfe.
Ach ja, das Spiel macht echt Spaß. Also ich kann nichts dagegen sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon jetzt wieder am Aufnehmen bin. Ich denke mal, das sind mindestens 2 Stunden. So muss ich dann in 2 Folgen teilen ungefähr. Okay, ein Versuch noch. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtig. So, hier ist das. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Vielleicht ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Oh. Ja. Das Grab ist... Was? Der Fehlge... Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Und ehe wir es machen, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann weißt du, sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Okay. Barmherzige Götter. Zurück zur Burg. Was? Damit? Okay. Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und den Teufelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja gut, jetzt wird er auch ein Monster. Du hast ihn verärgert. Jetzt habe ich ihn selber verärgert. Nimm mal ein Brot zu mir. Verzehrbares. Oh, das wollte ich essen. Sie angelockt. Aua. Ist ja komplett unfair. Sehr geöffnet. Ich bin schon tot. Egal. Dann lassen wir das jetzt. Dann machen wir weiter in der nächsten Folge. Und ja, ist schwierig, schwierig. Aber man kann es halt nicht ändern. Okay. Dass man da irgendwie rankommt, aber naja. Wir versuchen es weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Und ja. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.